Hallo und willkommen zurück. In der letzten Folge hatten wir Robin und Zorro gefunden. Zorro haben wir wieder an einer Stelle gefunden, wo wohl nicht jeder ihn findet. Also, ich habe nämlich andere Sachen gehört, wie wo man den findet. Und wir haben den wo gefunden, wo das halt so war. Ja. Oh, da wäre noch eine Truhe gewesen. Ist egal. Hier werden auch noch zwei Truhen. Ja, wir müssen jetzt noch Sanji finden. Und ich glaube, das Beste ist halt, wie man ihn dann findet, ist einfach ins Landinnere zu laufen. Nein, das ist wieder falsche Taste. So, dann würde ich mal sagen, wir machen hier Schnellreise hin zur Jadebrücke. Und ja. Ja. So, ich muss gerade noch was anmachen. Da müssen wir da lang. Ich hoffe, ich glaube, ich verlaufe mich jetzt nicht wieder. Aber ich meine, wir müssen jetzt über die Brücke, wie die Karte zeigte. Wow, wir sind gut. Laufen wir richtig? Jo, wir laufen richtig. Ich würde mal sagen, wir laufen jetzt erstmal und gucken, wo wir Sanji finden. Weil, ja, sonst könnten wir im Moment nur Nebenquests machen. Weil dieses Kapitel 6 ist halt alle Strohhüte finden. Okay, ich dachte gerade, ich hätte irgendwas angestellt. So. So. Ist das hier wieder eine andere Stadt? Waren wir nicht in die Smaragdstadt schon? Die ist ja ein bisschen groß. Dann haben wir fast die ganze Insel, oder? Hier hinten sind noch ein paar Wolken. Was ist das denn? Ja, ist ja okay. Mach schon. Hoch mit dir, Buffy. Hä? Okay. Ja, komm. So. Boah, sind hier viele. Eigentlich habe ich das Gefühl, wir sind hier richtig. Ja. Es scheint aber, ja, es ist eine Marinebasis. Ich glaube, die ganze Insel ist eine Marinebasis. Könnte natürlich sein, dass wir auch schon diese Nebenquest haben, wo wir Sanji finden. Und dass wir jetzt umsonst hier hinlaufen. Kann sein. Ich weiß es nicht. Weiß so sein. Schauen wir mal. Was war das? Okay. Hier müsste irgend so eine Truhe sein. Und wo ist die Truhe? Ja, wo ist sie denn? Unter uns. Und ach da. Hey, wisst ihr, ich bin blind. Noch größer könnte die nicht sein. Aber dieses Ding geht schneller, ne? Das ging ja letztens total langsam, obwohl ich es hochgeskillt habe. Dieses Ding ist doof. So. Ja, wir laufen mal. Guck mal kurz auf der Karte. Waren wir hier? Waren wir schon? Da haben wir nämlich Truhen aufgesammelt, wie ich sehe. Schau mal, ob wir Sanji irgendwo hier finden. Oh!
mir jetzt selber kaputt gemacht. Okay. Machen wir die hier noch weg? So. Gucken gleich mal in die Nebenquests rein. Vielleicht haben wir die Quest ja schon, wo wir Shanji finden. Weil, ja. Oder wir könnten. Ich laufe einfach mal den Weg erstmal lang. Und. Ja. Vielleicht scheint ja jene Stadt zu sein. Auch wenn sie sehr leer ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn auf dem Markt oder so finden. Dass er einfach Essen einkauft. Könnte ich mir vorstellen. Um ehrlich zu sein. So. Dann den da unten auch noch. Der gibt mir nämlich auf die Nerven. So. Ich würde sagen, wir laufen einfach den Weg weiter. Schauen mal. Ich habe schon gedacht, dass wir an ihm vorbeigelaufen sind oder so, ne? Ich laufe jetzt einfach mal hier rein, in der Mitte, goldene Mitte. Und wenn wir ihn da nicht finden, wie ich es auch nicht, dann werden wir einfach mal in die Nebenquests gucken. Auf jeden Fall sind wir ganz viele Gegner. Oh, da ist so ein... Ah, ne, doch nicht. Ich dachte, das wäre ja so ein... wie heißen sie? Hier ist aber eine Truhe. Erstmal in Ruhe aufmachen, das ist das Wichtigste. Ach schön, wenn man in der Nähe von den Dingern kommt, sind die abgeschaltet. Hier müsste auch eine Truhe sein. Wahrscheinlich hier oben, ne? Ah! Ausweichen. Das Ausweichen ist nicht so gut in dem Spiel gemacht worden. Wie konnte man eigentlich nochmal das Rüstungshaki machen? Oh. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Also egal, was ich gemacht habe, es war gut. Finde ich. Es war wirklich gut. Achso, ja, die Dinger sind ja gar nicht auf der Karte markiert. Ich hätte gedacht, Shanji wäre irgendwo hier. Okay. Wir können ja gucken, dass wir noch die zwei Kisten da bekommen. Kisten, da sind Schatztruhen. Ich sag immer Kisten dazu. Ah, da ist die Kiste schon. Hä? So. Jetzt kann ich mal gucken, ob wir irgendwas aufleveln können, ne? Wir haben jetzt einige Punkte gesammelt, finde ich. So. Klar, Sansi kann auch noch in den anderen Stadtteilen da vorne sein. Oh, er könnte auch ein Stahlstadt sein, weil da ja auch so ein Markt ist, dass er da irgend so rum sich treibt. Oh, da. Könnte auch sein.
Ja, ich guck gleich mal auf die Dings. Wir machen jetzt erstmal die. Wo ist er denn? Ach, da oben. Wo? So. Ich weiß nicht, ob der uns da unten sieht. Ne, er könnte eigentlich nicht treffen uns. Wenn wir die aufmachen. Okay. Dann haben wir die auch. Ach, hier gibt es aber 19 Stück. Also, da haben wir ja noch was vor uns. Ich weiß halt nicht, ob ich das alles in den Folgen mitmache. Vielleicht mache ich die auch einfach so. Aber wir werden jetzt erstmal Punkte vergeben. Gum Gum Elefant. Ich habe gehört, das soll super sein. Halte er L1 gedrückt und drücke O, um mit ihm eine. Okay. Dann machen wir das mal. Aber ich wollte noch Missionen gucken. Dann machen wir erstmal was anderes. Da müssten wir hin. Achso, wir sind mitten im Kampf, natürlich. Können wir da nicht fliehen? Wir machen erstmal die Nebenquests und vielleicht kommen wir dann zufällig. Sehen wir dann Sandy. Wir können ja auch hinlaufen. Vielleicht kommt er ja unterwegs auch. Kann ja sein. Ich glaube, wir waren die Kämpfe mal vorbei. Das ist ja immer das Gleiche. Das. Auf jeden Fall sind da schon Truhen, das sieht man schon. Oh, die scheinen hier von der Marine eingenommen worden zu sein, diese Dinger. Oder haben wir die Karte aufgedeckt, ne? Schon. Wie gesagt, man hätte aus dem Spiel ein bisschen mehr rausholen können, finde ich. So, hier können wir mit Jane reden. Machen wir das mal, oder? Jane, hast du was über sie herausgefunden? Tut mir leid, bisher hatte ich kein Glück. Wie sieht's bei dir aus, Ruffy? Hast du eine Vermutung, wo sie sein könnten? Wenn sie zum Beispiel gerne essen, sind sie ja vielleicht in einem Restaurant. Oder wenn sie gerne schlafen, sind sie vielleicht in einem Gasthaus und so weiter. Ich wusste es. Er ist sie zufällig, ne? Und ja, das Sanji. So leicht geht das. Also man hat keine Zwischensequenz gesehen, als Sanji ist so ein richtiger, ja, Frauenheld würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber halt, ne? Wenn er sobald eine hübsche Frau sieht, ist er einfach hin und weg. Und er kam gerade angelaufen mit Herzaugen und hat Jane gesehen und ja. Es ist mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen, wahres Fräulein. Ich bin Sanji, dein Retter der wahren Liebe. Aha. Sanji! Ruffy, geht's dir? Dir geht es gut. Ruffy, kennst du den Kerl? Er ist unser Koch. Ruffy, woher kennst du diese wunderschöne Dame? Sie hat mich gefunden, nachdem ich vom Himmelsgefängnis ins Meer gefallen war. Als du ins Meer geplumpst warst? Moment mal. Hat sie dir einen Mund-zu-Mund-Beatmung gegeben? Ich bin auch vom Himmel geplumpst. Wieso hast immer du den ganzen Spaß? Verdammt nochmal, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so neidisch auf einen Teufelsfruchtnutzer sein würde. Puh, das ist offenbar ein ungünstiger Zeitpunkt, wertes Fräulein. Erlaubt mir, mich erneut vorzustellen. Ich bin Sandy, dein Retter der wahren Liebe und der Koch der Strohhut-Piratenbande. Ich bin Jane. Freut mich, dich kennenzulernen. Jane, was für ein wunderschöner Name. Was machst du hier, Jan Dandy? Ich habe mich im Smaragdstadt umgesehen. Da
Ich dachte, Nami und die anderen dort finden zu können, aber ich wurde ständig von Matrosen aufgehalten. Nun, wo ich darüber nachdenke, diese Typen haben etwas hinterlassen, das aussieht wie Marineanweisungen. So, danach. Aber sie sind leider... Was? Schiffig? Darum habe ich keine Ahnung, was dahinter steckt. Es muss sich um streng geheime Informationen handeln. Nein, nein, nein. Du meinst, du kannst das entziffern? Ich bin schließlich die Anführerin der Marinegegner. Ich habe meine Quellen. Du bist unglaublich, Jane. Ah, absolut unglaublich. Streng geheime Informationen? Du meinst so etwas wie eine Schatzkarte? Warte, das ist merkwürdig. Diese Anweisungen sind lückenhaft. Machst du Witze? Das steht Titel eines von drei. Es muss also noch irgendwo zwei weitere Titel geben. So Es danach. ist sehr gut möglich, dass der Rest Informationen über uns oder über Verhaben der Marine enthält. Wenn sie Informationen über die Vorhaben der Marine enthalten, können sie uns unterschätzbaren Wert sein. Verstanden. Komm schon, Shansi, gehen wir die anderen zwei Teile suchen. Ich würde alles tun, um Jane zu helfen. Los, teilen wir uns auf und durchsuchen die Okay, lass schon Schmaragdstadt. weiter, ne? Seid bitte vorsichtig, ihr beide. Derzeit leben viele Matrosen in Schmaragdstadt, habe ich gemerkt. Dann ist es ja kein Wunder, dass dort so viele Leute waren. Keine Sorge, wir finden sie und sind in 0, nix wieder zurück. Hey, vielleicht weiß Moosby etwas. Das ist die Frau, die hier immer Zutaten für das Mittagessen ihrer Kinder sammelt. Sie läuft hier oft rum, also hat sie die anderen Teile der Anweisung vielleicht gesehen. Mittagessen, glaubst du, dass sie mir auch eins machen würde? Steffi? Ich glaube, Muspa lebt in der 5. Straße im Schmaragdstadt. Du kannst die Straßen an den Zeichen an der Treppe erkennen. Muspas Kinder spielen in der Nähe der 5. Straße, also könnte man sie vielleicht fragen, wo ihr Haus ist. Alles klar. Suchen wir Muspa und holen wir uns ein Mittagessen. Und ich restliche Anweisungen. Und achso, oh, und die restlichen Anweisungen. Bäh. Mein Gott. So, da haben wir die Strohhüte zusammen, ne? Aber da hinten ist eine Kiste, die holen wir uns noch. Wenn wir drankommen. Ich glaube, das war so ein Ding, wo wir nicht rankommen, ne? Doch, da kommen wir dran. Hallo? Ah, so, jetzt aber. Ja, hätte ich das gewusst, hätten wir das mal früher gemacht, ne? Okay. Also, wir müssen. Nee, das war falsch. Irgendwo. Also in diesem Gebiet hin. So. Aber dann haben wir jetzt alle Strohhutpiraten, ne? Ich denke mal, das müssen wir jetzt nur abschließen, dass Sanji dann zum Schiff geht. Und da sind die Kinder schon. Ich bin am Verhungern. Ich frage mich, wann Mama Mittagessen fertig sein wird. Suchst du nach unserem Haus? Es ist das mit der dicken Tür aus Holz. Ich brauche das Mittagessen meiner Mama, um in Schwung zu kommen. Wie war das? Du suchst nach unserem Haus? Unsere Tür geht nur in einer Richtung auf. Verwechsle unser Haus nicht mit einem dieser Türen, die sich in beide Richtungen öffnen lässt. Unsere Mutter sucht jeden Tag nach Zutaten, damit sie uns Mittagessen zubereiten kann. Ich bin ihr so dankbar. Oh, du suchst zufällig unser Haus? Unser Zuhause hat eine Tür mit einem runden Belüftungsschacht darüber. Okay. Ich glaube, das werde ich niemals finden. Oh. Dann kommt.
kommt er. Hallo, lauf doch nicht weg. Wieso läuft ihr denn weg? Hallo, hallo. Laufen die einfach weg? So. Also eine dicke Tür aus Holz. Einen runden Belüftungsschacht und die Tür geht nur in eine Richtung auf. Ja. Das Problem nur, die Türen gehen ja alle nicht wirklich auf. Das hilft mir, glaube ich, gar nicht wirklich. Dann sehe ich schon, jetzt können wir hier 2 Stunden rumirren. Ist ja nicht so, dass es hier nur eine Tür gibt, ne? Aber haben wir wenigstens schon mal eine Schatztruhe wieder mitgenommen? So. So, dann schauen wir mal. Im Haki sehen wir nicht zufällig was, ne? Wo wir hin müssen. Ja. Wie hat er uns bitte gesehen? Warte mal, wir müssen erstmal die Marine hier unten loswerden, sonst. Hallo? Sonst nervt das zu sehr. Und hier ist eine Truhe. Aber die Truhe wurde uns doch nicht angezeigt, oder? Fünften Straße. Was hat die gesagt? An den Straßen gibt es irgendwie. Wo steht denn hier 5. Straße oder sowas? Seht ihr irgendwie Nummerierungen? Also was bedeutet, wenn er sagt, ich bin hier? Ist das hier? Wow, du... Wow, du... Uns kommt die jemand unter der kleinen... Matrose ist... Was? Lebt hier eine Dame namens Muspa? Yep, das ist Muspas Haus. Die... Matrosen können einfach nicht genug von unserem Mittagessen bekommen. Gibt es nur um euch? Was ist mit den anderen Inselbewohnern? Alle anderen sind weggezogen, als die Marine entschlossen hat, die Matrosen einzuquartieren. Wir sind als Einzige geblieben, zum Teil auch, weil sie Mamas Mittagessen lieben. Hm, verstehe. Ist deine Mutter denn da? Mama ist gerade nicht da. Sie sucht nach Zutaten für Mittagessen. Wenn du es eilig hast, solltest du sie auf dem schmalen Pfad beim See finden können. Ja. Warte mal, wie lange haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen. Das war aber jetzt wirklich Zufall, ne? Also, was, ich habe keine Nummerierung gesehen. Muss ich sagen. Kann ich hier hoch? Hallo. So. Weiß nicht, ob ich richtig laufe. Ich weiß nur, dass ich hier weglaufe schnell. Ich guck mal, ob wir hier rüber.
Das müsste die Dame sein. Oh ja. Ja, ich bin Muspa. Und wer bist du? Ich bin Ruffy. Hast du irgendwelche Marineanweisungen gesehen? Jay meinte, du würdest vielleicht etwas Marineanweisungen. Ja, das könnte sein. Wirklich? Super. Sag mir, wo du sie gesehen hast. Jetzt warte mal. Egal, ob du ein Freund von Jane bist oder nicht, ich kann dir nicht einfach etwas ohne Gegenleistung geben. Doch, das kann man. Ich weiß, ich glaube, du kannst mir helfen, Zutaten für das Mittagessen zu sammeln. Könntest du mir bitte zwei spitze Karotten bringen? Gemüse findest du auf dem Feld bei Robindorf im nördwestlichen Teil der Insel. Zwei spitze Karotten also, das bringe ich dir gleich. Dir gleich. Ich glaube, die habe ich sogar. Danke, das ist eine große Hilfe. Jetzt kann ich meinen Kindern morgen ein köstliches Mittagessen machen. Man kann es also nicht gleich essen? Schade. Oh, ich will nur sicherstellen, dass meine Kinder was Anständiges zu essen haben. Denn was auch immer in der Zukunft mit diesen Inseln passiert, letztendlich sind es die Kinder, die sich darum kümmern werden. Oh, richtig, die Marineanweisungen. Es gibt da eine kleine Höhle, die aus dem See herausragt. Sie sieht aus wie ein Horn. Gestern habe ich dort eine Schatzkiste der Marine bemerkt. Ich habe aber nicht gesehen, was drin ist. Allerdings schließen sich dort in der Nähe Piraten herum. Also geht es dort vielleicht nichts mehr zu holen. Die kleine Höhle, die aus dem See herausragt? Danke. Warte kurz, nimm das Rezept mit. Was ist das? Ein Rezept meines Spezialmittagessen. Jetzt kannst du es jederzeit zubereiten. Vorausgesetzt, du hast einen Koch. Keine Sorge, wir haben jetzt Sanji. Danke. Hier, bitteschön. Ob es wohl noch mehr davon gibt? Bitte pass auf, Jane, auf. Sie versucht immer viel zu viel im Alleingang zu regeln. Auf jeden Fall. Jö. Ja. Dann müssen wir zu der kleinen Höhle. Wo ist die kleine Höhle? Da vorne. Okay. Da würde ich aber sagen, wir machen für den Part hier Schluss. Und schauen mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich denke mal, dann haben wir auch endlich die Hauptquest fertig. Und ja, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.